Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Ranking Stage Video zu meinen Top 11 Games 2023. Und wenn ihr vielleicht schon am Thumbnail seht oder beziehungsweise jetzt hier gerade, ja, wir haben ein Atlus JRPG Double hier. Und warum kommen diese Spiele jetzt so tief drunter? Erstens überhaupt, mein Hintergrund. Einmal zu den Personenspielen. Ich habe anno 2009 ganz viele, also zwei besondere Titel auf der PS2 bzw. PSP gespielt. Und das waren einmal Persona 3 FES und einmal Persona 4 auf der PlayStation 2. Auch noch in der Zeit war mein Kollege, der hatte eine... Ja, er hat irgendwas mit der PSP gemacht und man konnte schon drauf Persona 3 Portable spielen auf Japanisch. Aber um die beiden Spiele werden sich gehen. Aber jetzt kommen wir doch auch gleich zu meinem Platz Nummer 9. Und Platz Nummer 9 ist wie das allseits erwähnte Persona 4 Golden. Persona 4 Golden ist bekannt als PS Vita-Titel überhaupt. Das kam im Jahr 2012 raus, also beziehungsweise 3 Jahre später als die Persona Portable-Version. Und die PS Vita ist natürlich Hardware stärker und kann natürlich auch die PS2-Grafik beziehungsweise replizieren. Und später kam es, ganze 8 Jahre später kam es dann auf dem PC raus und ich habe leider diese Version nie gespielt. Unter anderem ist es ja, basiert es noch auf der Renderware Engine. Renderware Engine ist eine allseits bekannte Engine, die um die sechste Konsolengeneration sehr oft benutzt wurde und die eigentlich gar nicht so schlecht ist. So, warum Platz 9 für Persona 4 Golden? Erstens, das ist mein erstes Mal, dass ich Persona 4 Golden spiele. Die Besonderheit um Persona 4 Golden ist halt, dass man einen zusätzlichen Charakter bekommt und dass man hier jetzt zum allerersten Mal, denn wir haben seit anno, wenn ich mich recht entsinne, 2020... Musste noch mal kurz hier gucken. Persona 5 Royal. Das wäre nicht schlecht, wenn ich das noch mal wissen würde. Ja, meine ich doch. Also seit 2020 werden die Persona-Titel alle mit deutschen Texten übersehen. Sind die gut oder schlecht? Ich würde jetzt bisher sagen, sie treffen meistens tatsächlich den Ton, das, was dir gesagt wird. Ich spiele sowieso meistens mit den englischen Synchro. Am Anfang des Jahres haben sich Atlus gedacht, Persona 3 Portable und 4 Golden rauszuhauen. Also Persona 4 Golden ist vor allen Dingen der PC-Port von der Version. Und ich muss sagen, rein vom Remaster her gesehen, ist das ziemlich schlampig umgesetzt. Also du hast die ganze Zeit verwischende Effekte. Und es ist technisch einfach, um das wieder als Remaster zu nennen, sind nicht alle Elemente leider auf dem technischen höchsten Stand. Was man aber dem Ganzen aber geben muss, ist zum Beispiel, dass man endlich Persona 4 Golden für Leute, die jetzt nicht des Englischen mächtig sind, endlich mal zu erleben. Für einen 20er darf man das ruhig machen. Das ist also Persona 4 generell ist ein klasse JRPG und ich würde persönlich sagen, immer noch eines der besten Party-Mitglieder. Die ganzen Charaktere in diesem Spiel sind so cool geschrieben, so toll und so lebendig, dass ich schon sagen würde, dass
dies bisher die beste Party-Dynamik hat. Ja, ich habe Persona 5 noch nicht gespielt. Das habe ich aber noch vor. Ich muss aber dafür irgendwie noch für mich Zeit einräumen. Persona 4 wieder zu spielen nach 2009 ist eine interessante Erfahrung für mich gewesen nochmal. Ich muss sagen, die Krimi-Story ist okay, aber ich habe schnell gemerkt, das ist nicht der Grund, warum man Persona 4 spielt. Unter anderem Persona 4, habe ich stark gemerkt, baut krass auf die, sie zeigen halt, wie viel Social Activities du haben kannst. Du kannst lesen, du kannst Jobs haben, ja, das kannst du auch natürlich auch schon in Persona 3, aber der Kampf findet natürlich schon in Dungeons statt, also in getrennten thematischen Dungeons, die trotzdem noch random generated sind. Aber die trotzdem mehr eine krassere Dynamik haben. Also hier werden schon die Brücken zu Persona 5 gelegt, nur dass die innerhalb sich zufällig aufbauen. Was jetzt aber nicht so schlimm ist, da man, ja okay, man kann schon relativ schnell durchkommen. Der ganze Persona-Aspekt war lange nicht so stark hier in Persona 4, aber die ganze Party und die Story und wie sich das alles hier entwickelt hat, hat mir doch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe dieses Spiel mir erst im Oktober, November vollkommen mir zugelegt, nach dem Playthrough von Final Fantasy 16, und das war wie ein Götterschlag, deswegen ein gutes JRPG. Definitiv, aber technisch als Remaster eine nicht so gute Umsetzung. Also da muss man schon sagen, da hätte Atlus deutlich mehr machen können. Aber dass das jetzt frei verfügbar ist für alle Leute, die des Englischen nicht mächtig sind, jetzt mit deutschen Texten und auch jetzt mit japanischer Sprachausgabe, das ist immer das, womit sie immer werben, dass man jetzt auch die japanische Originalsprache machen kann. Ist ein bisschen für jemanden, der in Europa beziehungsweise meistens mit dem englischen Voicecast unterwegs ist, bisschen befremdlich. Also ich spiele immer, wie gesagt, immer mit dem englischen Voicecast. Und ja, rund um das Ganze zu nennen, ich finde Persona 4 ist für mich leider lange nicht so stark wie mein Platz Nummer 8. Denn ich habe eine sehr, sehr enge Bindung, was Persona 3 angeht. Und ja, ich bin quasi gesehen in diesem Jahr zurückgekehrt zur Persona-Reihe. Und da, wie gesagt, das Schicksal hat gesagt, hier sind die Remaster, die sind technisch vielleicht nicht so geil, aber ich hab's genommen, ich hab's gespielt und ich bin hellauf begeistert gewesen. Ich hatte eine sehr gute Zeit. Der Soundtrack ist in vielen Belangen ziemlich gut, aber lange kickt das nicht so ein wie das von Persona 3. Da habe ich natürlich eine eigene Meinung, aber Persona 4 ist definitiv ein sehr gutes JRPG, ein Klassiker, kann man schon sagen, ein PS2-Klassiker. Und man kann es ja auf jeder Plattform jetzt spielen. Atlus hat ja auch ein Deal mit Xbox, daher kann man das im Xbox Game Pass spielen, also quasi, man bezahlt kein Geld für, ob die noch drin sind, weiß ich nicht, aber sonst 20 Euro, da macht man nichts falsch, oder man wartet auf den Sale, dann holt man sich das für noch günstiger. Die technische Umsetzung, wenn man damit leben kann, ja, deutsche Texte, die, ja, okay, da gibt es ein paar Übersetzungsfehler oder Schreibfehler, das ist nun mal, ja, das davor ist kein JRPG gescheit. Ja, ansonsten, ja, Persona 4 Golden, die Zusatzcharakter von Marie, das ist ja der Charakter, der nochmal neu dazukommt und quasi der letzte Dungeon in der Hauptstory dann ist, gibt der Spielerfahrung jetzt nochmal was her. Ich fand aber trotzdem insgesamt es hat ein fröhliches Ende, beziehungsweise es ist halt eine Murder Mystery und unser Protagonist fährt nachher weg.
Nichtsdestotrotz, die ganze Gameplay-Mechanik und die ganze Inszenierung, alleine die Intro-Sequenzen von Studio Madhouse und die Sequenzen, das macht schon ziemlich viel Spaß. Also, das ist schon ziemlich ein sehr gutes Spiel und ich würde trotzdem sagen, Persona 4, das ist, wie gesagt, also die Party reißt es raus, das ist das Stärkste in dem Spiel. Und die Dialoge sind auch cool, die sind alle cool geschrieben. Du hängst sehr gerne mit den Leuten ab. Und ja, für 20 € mit deutschem Text und jetzt auch mit japanischer Synchro kann man da gerne zugreifen, wenn man über diese technischen Aspekte hinweggucken kann. Aber ja, was besser ist, ist nun mal mein Platz Nummer 8 und dann gehen wir dort auch hin. Okay, kommen wir zu meinem Platz Nummer 8 und da das hier ja ein Atlus JRPG Double ist, ja, habe ich dieses Spiel gleich am Anfang wieder genommen, weil ich dachte so, okay, ich brauche was neben Final Fantasy. Tales of ist es leider nicht mehr und da habe ich mir jetzt einfach entschieden, hey, du hast doch damals mit Persona 3 angefangen. Du hast doch Persona 3 Portable definitiv angespielt oder durchgespielt. Meine Güte, das ist 13 Jahre her, aber ich weiß, ich wusste definitiv, okay, das war die Version definitiv, die nicht von Sequenzen lebt, weil die PSP-Hardware nun mal nicht stark ist. Aber um jetzt reinzukommen, nochmal, also, ich habe Persona 3 erlebt, auch im Jahr 2009 mit Persona 3 Festival. Persona 3 Festival hatte halt noch den Zusatzkapitel The Answer, wo es nach dem Ende, ich glaube, ein halbes oder ein ganzes Jahr nach der Originalhandlung spielt und nochmal ein sackschwere Storyabschnitt und die Vergangenheit um Aigis und den Freunden und die Thematik. Ob man ja, mit der Akzeptanz von Verlust eines geliebten Menschen ist. Und ja, und PlayStation, ich meine, in Japan kam dann 2009 Persona 3 Portable raus. Und das Neue an dem war neu, also ein neues Intro, neue Musikstücke und eine weibliche Seite, wo man jetzt auch die Boys daten kann. Und ja, die Rede ist hier von Anfang des Jahres erschienenen Persona 3 Portable Remaster. Ja, dieser Remaster hat weniger das Problem, technisch schlecht auszusehen, denn die PlayStation, deswegen, weil die PSP-Fassung gehandhabt wird wie eine Visual Novel. Das heißt, die ganze visuelle Darstellung von Persona 3 geht ein bisschen flöten. Das muss man dann leider eingehen. Aber dafür hat man deutsche Texte. Ich habe das Gefühl gehabt, da bei Persona 3 hat man sich ein bisschen mehr Mühe gegeben. Aber hier sind trotz all dem Schreibfehler ein paar. Aber wenn man darüber hinweg gucken kann, dann geht das schon klar. Definitiv habe ich mal die weibliche Seite zum allerersten Mal gespielt, weil ich habe damals auch wieder mit dem Hauptprotagonisten gespielt und ich habe mal in diesem Playthrough eine völlig neue Erfahrung genommen und ich muss sagen, man kriegt ja mit der weiblichen Protagonistin die neuen Stücke zu hören, genau wie Wipeout zum Beispiel, das neue Battle-Theme und ja, ganz noch weitere, zum Beispiel das Intro ist So Far's, ist wirklich mega geil und ist für mich bis heute jetzt. Also ich mag alle Persona 3 Intros, sowohl das von Festival, sowohl das Original. Was hier auch vorkommt, wenn man länger auf dem Startmenü ist, kriegt man das Persona 3 Original-Intro endlich mal auch in HD zu sehen, das wirklich sehr gut umgesetzt ist. Das sind so ziemlich die einzigen Sequenzen, die man hier so bekommt. Und ja, alles ist in Standbildern, du bewegst dich nur von Standbildern zu Standbildern, es ist halt gehalten wie eine Visual Novel. Ich bin damit d'accord gewesen. Wie es auf die anderen wirkt, weiß ich jetzt nicht. Und das Ding ist, Persona 3 ist ja ein sehr klassisches Shin Megami Tensei-Rollenspiel noch. Also lange nicht so modern,
hingemacht wie ein Persona 4. Aber das Grundkonzept von dem Tartarus, also den Turm, den man da hochgeht, und dass alles random generated ist und dass man da 100 Ebenen hochgehen muss, hört sich hart an. Aber wenn man sich, wie gesagt, auf diese Party einlässt, immer noch einer meiner Favorite-Charaktere überhaupt. Überhaupt, der ganze Ton ist ernster, dunkler und die Thematik ist halt die Bedeutung, der Wert des Lebens. Und das ist schon ziemlich harter Tobak und ich finde, okay, da ich Persona 3 schon kenne und gespielt habe, habe ich dieses Feeling alleine durch die Sound und durch die Bilddarstellung, ja, weil es gibt ja auch die Anime-Sequenzen nicht mehr. Und das ist etwas, was ich dann wieder mit dem, ja, zum Zeitpunkt der Aufnahme Anfang des Jahres mit dem fantastischen Persona 3 Reload machen werde. Das Remake zu Persona 3, was phänomenal aussieht, muss ich schon mal sagen. Und ich bin mega hyped auf den Scheiß. Und ich bin so gespannt, was sie da alles reingemacht haben und wie krass Persona 3 nochmal einschlagen wird aufgrund des Erfolgs von Persona 3. Aber Persona 3 Portable Remaster ist die Entscheidung von Atlus gewesen, da ja Persona 3 und Persona 3 Festival, da konnte man die Party nicht steuern. Ja, ihr hört es genau richtig, man konnte die Party nicht steuern. Die Party hat eigenhändig gehandelt und das hat das Spiel sackschwer gemacht. Generell sind Shimigami Tensei-Rollenspiele sehr schwer, wenn man sich nicht auf die Systeme und die Strategie einlässt. Und wenn die KI natürlich nicht das macht, was du willst, ist das natürlich eine Problematik. Persona 3 Portable ist sozusagen die beste spielbare Variante jedenfalls, wenn es um das ganze Kampfsystem geht, denn man kann alle Mitglieder steuern. Und das ist etwas, was sehr viel dem Ganzen beiträgt. Und da kommt man den Ganzen sehr viel schneller nahe. Persona 4 hatte das als Standard etabliert und das war natürlich lange Zeit sehr, hat das sehr vielen gefallen. Persona 3, da haben sich natürlich sehr viele, ja, die Hörner abgehackt, weil wenn die Charaktere nicht das einsetzen oder das falsche Item oder die falsche Fähigkeit, dann denkst du ja einfach nur, oh. Na, bestes Beispiel Kingdom Hearts. Also so schlimm ist es nicht, aber ich habe schon gern die Kontrolle über meine Partymitglieder und das ist das, was ich sagte, wo ich meine, das ist wirklich eine geile Erfahrung, vor allen Dingen, wenn man die weibliche Protagonistin nimmt und wirklich anders ist jetzt die Handlung nicht besonders. Das Tolle ist nur, wie die Charaktere anders reagieren, zum Beispiel also die ganzen männlichen Charaktere auf deinen weiblichen Protagonisten, ist schon wirklich interessant. Auch die weiblichen Charaktere reagieren auch ganz anders. Also das ist quasi gesehen das der Grund von Portable, also neue Musikstück und so weiter und neue Erfahrungen mit den Charakterinteraktionen. Vor allem die Charaktere reagieren ganz anders auf dich, als wenn du den Protagonisten spielst. Da bin ich mal gespannt, wie die das in Reload machen. Aber Persona 3 Reload ist nun mal auch technisch nur auf das Nötigste gemacht, da das ja ein über 13, 14 Jahre altes Spiel ist, wurde da leider nicht so viel Liebe reingesteckt. Und da muss man auch schon sagen, das hat jetzt technisch nicht so ein Fauxpas wie wirklich das Persona 4 Golden. Remaster, hier ist es halt, ja, ich sag mal so, man hat's Vollbild, man hat schon die Komposition gut gemacht, relativ, aber was die grafische Darstellung angeht, das einzige Spielbare, wo man die Charaktere steuert und sieht, ist natürlich, wenn man im Tartarus ist, also im Dungeon, und der Rest ist ja, aber somit finde ich, kann man das Spiel ziemlich schnell durchspielen. Naja, okay, 80 Stunden hin oder her. Ich habe trotzdem meinen wirklich großen Spaß wieder gehabt und mir wurde wieder sehr bewusst, wie wichtig mir Persona 3 als JRPG-Titel ist und es ist definitiv ein Klassiker
Und auch ja eines der ersten Persona-Titel, die hier in Europa eingeschlagen sind. Und ich muss immer noch sagen, ich bin ein Sklave dieses Artstyles und ich finde, ich kann mich da drin suhlen, wirklich. Also wirklich fantastisch. Ich finde auch, man sollte die Gelegenheit haben, man sollte die Gelegenheit nutzen, aber ich meine jetzt da, wo Persona 3 Reload kommt, ich meine nicht, dass das jetzt die Originale irgendwie ersetzt. Fans sind teilweise ein bisschen skeptisch, was dem Reload, also jetzt das Remake, angeht, was am 2.2.2024 rauskommt. Ob da auch, es wurde immer die Frage gestellt, ist die Answer dabei und so weiter und so fort. Ich werde mich da einfach überraschen lassen. Man kann ja sagen, dass die Story ja passiert ist oder was auch immer. Ich bin sowieso gespannt, was Aegis noch zu bieten hat. Mit dem neuen Voice Cast muss man sich nochmal arrangieren, aber das ist zum Beispiel die Stärke auch von Persona 3. Wie in den meisten Persona-Spielen, die Charaktere sind alle sehr toll eingesprochen. Da kriegt man definitiv den Flair von 2000, von den 2000ern nochmal hin. Der Soundtrack ist durch die Bank weg sehr atmosphärisch, trägt auch immer zur Stimmung bei. Und ich finde trotzdem, dass ein Persona 3 sich fantastisch inszeniert, obwohl es nur Standbilder hat. Also wenn ihr euch auf diese Vibes einlässt und ja, Bock habt, ich meine ja, es wirkt wie ein Spiel für die Handhelds. Ich glaube, das ist auch auf der Switch rausgekommen. Dann ist es natürlich ideal für die Switch und dann nimmt man das aus der Dockstation und dann spielt man das im Bett. Definitiv, Persona 3 Portable kann ich allen Leuten empfehlen, die Interesse an der Persona-Reihe haben, weil wenn man damit anfängt und sich dann hinarbeitet zu Persona 5, beziehungsweise, okay, wenn man jetzt noch Interesse hat, auch an Persona 3 Reload, ich bin ziemlich gespannt, wie das wird. Ich bin da sehr hyped. Ich habe, wow, ich lasse mich total hinreißen von Hammerhart. Und ja, was soll ich sagen? Also, es ist leider technisch nicht ein starkes Remaster. Es kostet auch genau 20 Euro, wo ich mir denke, das hättet ihr deutlich 10 Euro günstiger machen können, da das optisch einfach nicht das macht, was Persona 4 Golden macht. Weil Persona 4 Golden hast du quasi die Original-PS2-Erfahrung, weil du da auch rumrennst, da hast du die Städte, da hast du quasi, kriegst du besser die Originalerfahrung repliziert. Mit dem Zusatzcontent, den jetzt Golden hat, plus dem, was Persona 4 geboten hat. Bei Persona 3 Portable kriegst du halt eine weibliche Protagonistin und neue Musik, neue Charakterinteraktion und neue Date-Möglichkeiten. Ob das jetzt vielleicht für jemanden mehr wert ist oder nicht, weil heutzutage sowohl Persona 4 als auch Persona 3 Portable sind schweineteuer zu bekommen. Also, liebe Leute, wenn ihr Bock habt, das jetzt nochmal für eure PSP zu holen, herzlichen Glückwunsch. Da werdet ihr sehr schwer rankommen. Denn es gab auch eine Collector's Edition, gepublished von Ghostlight. Die waren so in der PS3-Zeit auch sehr krass aktiv. Und ja, Leute, das ist ein Sammlerstück. Da werdet ihr ordentlich Geld hinblättern müssen, wenn ihr das unbedingt haben wollt. Natürlich wie die anderen Persona 3 Exemplare, außer die der japanischen, die kriegt man ganz gut. Denn Persona 3 zählt ja eines als der Liebling der Reihe und da bin ich voll d'accord, weil ich finde, Persona 3 ist so ein besonderes Stück Videospiel. Da muss man jetzt natürlich gucken. Persona 3 ist auch in seiner Spielweise ziemlich reduzierter und direkter, vor allen Dingen die Portable-Version, da man direkt ja, hinarbeiten kann, was man machen will, mit wem man eine Bindung eingeht. Man kann auch nur eine Bindung eingehen, nicht wie in Persona 4, fehlen mehrere Bindungen, aber da hast du noch keine Konsequenzen. Ich habe gehört, in Persona 5 hast du Konsequenzen. Mal gucken, wie das im Reload sein wird, ob man dann wirklich Konsequenzen hat, wenn man mit mehreren ist. Immer gucken. Ich habe jetzt nicht so viele Lieblinge oder Love Interest in Persona 3. Da habe ich schon direkt Lieblingscharaktere, obwohl mal gucken. Ich bin mal gespannt, was sie denen für einen Mehrwert geben, den gewissen Charakteren. Aber Persona 3 Portable Remaster kann ich allen empfehlen, die Interesse haben, definitiv an
der an dem Persona 3 Thema. Und wer sich damit arrangieren kann, dass das alles sehr Visual Novel-haftig dahergemacht ist und ja, sich reinarbeiten auch will mit dem ganzen System, den kann ich das empfehlen. Ist natürlich auch im Xbox Game Pass, denke ich, immer noch drin, da Atlus einen Deal mit Microsoft wahrscheinlich hat, weil alle Persona-Titel sollen anscheinend, also jedenfalls die JRPG-Titel, sollen im Game Pass drin sein. Das heißt, Persona 3 Reload wird auch im Game Pass drin sein. Da bin ich mal gespannt, wie viele Leute da auch Anklang finden. Naja, aber auf jeden Fall, ich hatte wirklich, wirklich eine sehr tolle, ja, nostalgische Aha-Moment und ja, die Mädchenseite, sowohl die Jungsseite, finde ich ja immer toll. Nochmal zur Anmerkung, wenn man ja Persona 3 durchspielt, dann kann man einen neuen Save machen und man kann ein neues Spiel machen und man fängt ja wieder mit dem Persona, die man alle hat und alle Waffen und Rüstung. Das heißt, New Game Plus ist quasi mit dabei bei den beiden. Und natürlich der Vorteil davon, dass man auch die japanischen Stimmen jetzt endlich auch hören kann, aber trotzdem den alten englischen Voice Cast, den man seit dem Originalen hat, und neue Voice Lines auch zu hören von der weiblichen Protagonistenseite und mit deutschen Texten, was wirklich meist sehr überwiegend die Vibes auch gut trifft. Ja, das ist sozusagen der fünfte Release von Persona 3 generell, also Neu-Release rausgehauen und wir kriegen jetzt ein fünftes mit Persona 3 Reload. Man merkt, Atlus liebt seinen Favoriten, denn damit haben sie sich natürlich verewigt, beziehungsweise klar die Linie. Ab da hat sich das dann alles hinentwickelt, wohin jetzt wir immer noch seit 2017 immer noch Persona 5 Spiele bekommen. Das ist der Hammer. Und die Leute, ja, mittlerweile ist Persona etwas angekommen in dem bekannteren Sphären der Videospiele und da bin ich froh drüber. Ich bin mal gespannt, wie Persona 3 Reload da packen wird und ja, nichtsdestotrotz, Persona 3 bleibt eines meiner absoluten Favorites of all time und ist ein Top-JRPG. Also, da lege ich, das kann ich euch alle wärmstens empfehlen. Ja, ich bin mal gespannt, sonst wartet einfach ab, bis Persona 3 Reload kommt. Das ist nämlich da ist natürlich noch die optische Opulenz und Persona 3. Ja, das hat einen markanten Stil und wie jedes Persona ist immer grundverschieden von dem Artstyle, Musik und dem Vibe. Und wenn das euch kriegt, das sind immer diese drei festen Regeln, wenn das euch kriegt, dann habt ihr eine Menge Spaß. So, das wäre meine Platz Nummer 8, 9 und 8. Ein Atlus JRPG Double mit den nicht so guten Persona 4 Golden und Persona 3 Portable Remaster. Beide jeweils 20 €. Das ist ein ganz okayer Preis. Wenn ihr Xbox habt, ist es im Game Pass drin. Da könnt ihr ja mal reinschauen, ob das was für euch ist. Natürlich, Persona 4 ist natürlich ansprechender zu spielen durch die Optik generell, beziehungsweise auch von der technischen Seite her, da Portable mehr als Visual Novel funktioniert, aber trotzdem nichts an seiner Stärke verliert, außer natürlich der technisch-optischen Darstellung. Nichtsdestotrotz, ja, nicht die stärksten Remaster, aber für mich trotzdem meine Wiederkehr, meine Rückkehr zur Persona-Reihe und ich bin wieder voll drin. Ich versuche mich jetzt zu Zeitpunkt auch der Aufnahme an Soul Hackers 2, einem anderen Shin Megami Tensei-Spiel, wovon ich den Vorgänger nie gespielt habe, da ich nie ein 3DS hatte. Das hieß ja damals Devil Summoner Soul Hackers und hier heißt es einfach Soul Hackers 2, deswegen kann man das Ding, ist immer gut. Shin Megami Tensei-Spiele funktionieren genauso wie Final Fantasy oder Tales of. Mit jedem Spiel ist immer eine neue, ja, neue Geschichte, neue Charaktere, neuer Twist, neuer Vibe da und ja, auf jeden Fall, ich bin, das wär's mit meinen Platz Nummer 9 und 8.
Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, wenn euch nicht nur meine Ranking-Stage-Videos gefällt, hinterlasst doch ein Abo da und ringelt dann die Glocke, damit ihr absolut nichts verpasst und hinterlasst doch ein Like und einen Kommentar da, falls ihr noch Worte zur Persona 4 Golden und Persona 3 Portable Remaster Worte drüber lassen haben wollt. Ja, ich würde sagen, ja, ich bin DK, das Game Stage 5 und wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt, mein Platz Nummer 7 und 6. Bye bye!